Ich bin Manuel von Oxygen at Work und wie Lars richtig gesagt hat, sind alle Pflanzen, die man in diesem Raum oder im Raum daneben sieht, sind von uns. Bei uns geht es darum, mit Pflanzen die Luftqualität in Büros zu verbessern. Wenn wir über Büros oder allgemein über Räumlichkeiten denken, dann muss man natürlich verstehen, in welchem Umfeld sich ein solches Büro befindet. Und das sind natürlich hochkomplexe Ökosysteme, wo sich generell ein Gebäude befindet, mit Einflüssen von draußen in Bezug auf CO2, Luftfeuchte, Lärmemissionen, die dann in den Innenraum hineinkommen. Der Innenraum selbst ist aber nicht weniger komplex. Wir haben Menschen, die CO2-Emissionen abgeben, Lärmemissionen abgeben. Wir haben Farbe, Teppiche, die haben alle ihren Einfluss auf das Raumklima. Und was bis anhin immer ein bisschen eine Blackbox war, sind die natürlichen Pflanzen. Obwohl, wir kennen es vom Außenraum, die haben einen sehr großen Effekt auf das Klima im Außenraum und ebenso auch im Innenraum. Und wir sind eigentlich hingegangen, haben das alles quantifiziert, genau angeschaut, welche Pflanzenart hat was für einen Effekt auf das Klima im Innenraum. Und man sieht natürlich unterschiedliche Dinge, auch drinnen die Absorption von Schadstoffen, Lärm, der im Innenraum gebrochen wird. Und wir haben da eigentlich für all diese einzelnen Parameter haben wir das ganz genau quantifiziert. Damit wir dann eigentlich das Ziel ist, dass die Pflanzen ein integraler Bestandteil werden von einem solchen Ökosystem, dass das Raumklima im Büro bestimmt und man das eigentlich ganzheitlich dann optimieren kann. Denn wenn wir über Raumklima sprechen im Büro, dann haben wir ja unterschiedliche Ziele. Es soll einerseits die Gesundheit fördern und das Wohlbefinden fördern der Leute, soll aber gleichzeitig auch, muss das Büro möglichst nachhaltig sein, möglichst sicher sein für die Leute. Und wir haben da Pfeile in unterschiedliche Richtungen, weil je nach Variabel, ob CO2, Luftfeuchte etc., haben wir ganz unterschiedliche Anforderungen. Und was meistens geschieht, wenn man das halt nicht ganzheitlich betrachtet, dass einer der Faktoren dann darunter leidet, entweder sind die Leute fühlen sich nicht wohl oder sind nicht gesund oder das Gebäude ist einfach nicht nachhaltig genug. Was machen wir also ganz konkret? Wie sieht unser Angebot konkret aus? Wir starten meistens mit einer Designphase zusammen mit Architekten bei der Planung von neuen Innenräumen. Wie gesagt, der Fokus ist vor allem auf Büroräumen. Dann haben wir einen Service rund um die Lieferung und den Unterhalt der Pflanzen, denn nur gut unterhaltene und gesunde Pflanzen bewirken effektiv die Effekte, die wir erzielen wollen. Und das Ganze wird aber kombiniert mit Raumklimasensorik und Software, um das Ganze auch nachverfolgen zu können und dann auch den Sprung zu den anderen Gebäudesystemen machen zu können. Wie gesagt, wir beginnen immer mit einem Design, und das soll natürlich gut aussehen. Eine Pflanze hat auch etwas Ästhetisches, nicht nur die Vorteile fürs Raumklima. Das sehen wir auch jetzt hier bei diesem Event. Und das sind einfach zwei Impressionen von unseren Projekten. Aber wie gesagt, geht es eigentlich hauptsächlich ums Raumklima. Und da ist ein Projekt, das wir mit der Helsana gemacht haben, wo man den Unterschied zwischen der roten und der schwarzen Kurve sieht, wie wir die Luftfeuchte signifikant erhöhen konnten. Dann zwei Beispiele im Bereich Nachhaltigkeit, wie durch die Integration dann auch der Energieverbrauch von Gebäuden reduziert werden konnte. Aber schließlich geht es auch ums Wohlbefinden der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Kunden im Büro selbst. Das ist natürlich etwas schwieriger zu messen. Wir machen da regelmäßig Umfragen mit den Leuten und auch da sehen wir ganz klar den positiven Effekt. Das kennen wir auch aus diversen Psychologiestudien, was Pflanzen oder allgemein Biophilic Design auf unser Wohlbefinden für einen positiven Impact haben. Und wie gesagt, wird dann alles kombiniert mit Sensorik und einer Software. Da kann man dann alles verfolgen auf den Kategorien, die ich vorhin erwähnt habe. Also wie steht es um, man sieht es jetzt da ganz klein, Gesundheit, Sicherheit, wie steht es ums Wohlbefinden,
für die Leute. Und da gibt es eine Auswahl von verschiedenen Analysen, die man sieht auf der Plattform. Sicherlich interessant hier ist auch die letzte Kategorie ESG oder Compliance. Das wird heutzutage immer wichtiger, dass gewisse Standards erfüllt werden, wie zum Beispiel LEED oder WELL. Das wird auch nicht nur für die Mieter, sondern auch für die Vermieter immer wichtiger. Und da sieht man auch dann auf der Plattform, wie viele zusätzliche Punkte man beispielsweise pro Zertifikat dadurch jetzt erhalten könnte. Ja, und dadurch bin ich eigentlich schon mehr oder weniger am Ende der Präsentation. Wir arbeiten hauptsächlich mit größeren Unternehmen, Verwaltungen, die große Büroflächen haben. Dadurch bin ich am Ende, dafür stehen wir und ich stehe gerne noch für Fragen zur Verfügung. Bei Interesse, wir sind gleich hier bei der Pflanze, unübersehbar, und wir freuen uns über Ihren Besuch.